Struktur schafft Transparenz und Transparenz schafft Vertrauen. Ihr wollt eine Finanzplanung für eure Firma aufsetzen oder sicherstellen, dass eure bestehende Finanzplanung logisch und leicht verständlich ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir euch drei Leitsätze zu Logik und Nutzungsfreundlichkeit eures Finanzmodells an die Hand geben. Denn Ziel ist es, es dem Adressaten eures Modells und nicht zuletzt euch selbst so einfach wie möglich zu machen, eure Planung und Annahmen nachzuvollziehen. Auf geht's! Erstens, build your own. Ihr solltet jede Formel und jede Annahme in eurem Modell verstehen und erklären können. Das erreicht ihr am besten, wenn ihr euer Modell selbst erstellt. Holt euch ruhig Inspiration von Templates oder Unterstützung von jemandem mit Expertise. Jedoch sollte eine Person aus eurem Team in jedem Fall in der Lage sein, eure Annahmen und Berechnungen zu erklären. Beim Erstellen des Modells ist es deswegen wichtig, die Komplexität so gering wie möglich zu halten. Wenn das Modell hingegen zu oberflächlich ist, besteht die Gefahr, dass ein Vergleich mit der Realität, zum Beispiel bei einem Plan-Ist-Vergleich, nicht mehr transparent möglich ist. Hier die richtige Mischung zu finden, bedarf oftmals einiger Erfahrung und Übung. Ich persönlich starte meistens detaillierter, damit ich wirklich alle Zahlen erfasst habe und passe dann lieber die Detailtiefe für die entsprechende Zielgruppe an. Zweitens, Formatierung schafft Konsistenz. Eine gute und einheitliche Formatierung ist nicht nur professionell, sie erleichtert auch die Auditierung und die Übergabe eures Finanzmodells. Annahmen, Berechnungen und Schlüsselkennzahlen farblich oder durch eine andere Formatierung voneinander zu unterscheiden, ist hier unersetzlich. Drittens, Transparenz schafft Vertrauen. Wenn ihr es schafft, euer Finanzmodell konstant zu formatieren und zu strukturieren, schafft ihr damit Transparenz und letztendlich Vertrauen. Damit ihr euch darunter mehr vorstellen könnt, haben wir ein paar Beispiele für euch. Alle Input- und Output-Sheets sollten monatliche Perioden und Jahressummen in gleicher Formatierung optimalerweise in den gleichen Spalten auflisten. Bedeutet, wenn ihr in einem Sheet den April 2020 zum Beispiel in Spalte Q habt, dann sollte der April 2020 auch in allen anderen Sheets in der Spalte Q zu finden sein. So wird das Bilden und Nachvollziehen von Querverweisen zwischen Tabellenblättern vereinfacht. Jahressummen und prozentuale Quoten auf den Umsatz von zum Beispiel den Kosten steigern die Transparenz und erleichtern damit das Auditieren. Annahmen und Formeln sollten immer deutlich über Formatierung unterschieden und gegebenenfalls auch kommentiert werden. Außer bei den gekennzeichneten Annahmen sollten eigentlich alle berechneten Zellen ausschließlich Formelberechnungen enthalten, die auf die Annahmen referenzieren. Feste Zahlen in Formeln erschweren die Auditierung und Anpassung des Modells und sind damit tabu. Falls historische Daten aus den Vorjahren vorhanden sind, sollten diese in die Spalten vor der Planung in die Struktur der Planung gegossen werden. So ist eure Planung nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern basiert auf realen, buchhalterisch geprüften Zahlen. Jetzt kann's losgehen. Build your own, Formatierung schafft Konstanz, Transparenz schafft Vertrauen. Viel Spaß beim Modellieren!